Hallo Leute, ich habe ein super tolles Paket von einer so tollen Frau bekommen. Und zwar von der Firma LR. Das ist jetzt ihre Privatadresse, deshalb werde ich das nicht zeigen. Ich wollte euch jetzt den Inhalt zeigen. Ich habe das gerade ausgepackt. Und sie hat mir auch was für meine Tochter eingepackt. Einen kleinen Luftballon sehe ich gerade. Und Werbung, das ist gut. Da kann man sich nämlich durchlesen. Und zwar ist das die Firma, glaube ich, LR. Es geht hier so um ganz viele Sachen, die für unsere Gesundheit gut sind, für ich glaube so Getränke und sowas. Ich kenne mich da selber noch nicht aus, so Vitamine, Kapseln und sowas alles. Muss ich mal schauen, was da alles drin ist. Dann habe ich für meine Kleine noch zwei Lutscher eingepackt, wie süß. Oh mein Gott, und eine kleine Spielfigur. Da wird sich aber meine Tochter unendlich freuen. Noch zwei Lutscher. Auch einen Kugelschreiber, ach wie schön, der ist aber wirklich richtig schick. Kugelschreiber kann man nie genug haben. Ah, das ist jetzt der Start für den Luftballon hier. Da wird sich meine Tochter morgen mega freuen. Und das sind jetzt die Produkte, die sie mir eingepackt hat. Einmal die Gesichtsmaske mit Aloe Vera, die will ich auf jeden Fall testen, weil ich habe schon so viel von dieser Firma gehört. Soll wohl sehr, sehr gut sein und alles auf Aloe Vera basieren. Und Aloe Vera ist ja gesund, also ist ja gut für uns. Dann hat sie mir noch eine Soft Skin Creme eingepackt, ebenfalls mit Aloe Vera. So ein kleines Pröbchen, ich bin mal gespannt. Ich werde, riecht auf jeden Fall natürlich, überhaupt nicht chemisch oder so. Und ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ray and Body Performance Drink, also ein Drink, ebenfalls so ein Aloe Vera drin, denke ich mir mal. Mal gucken. Schütteln. Ach, ist doch verschlossen. Werde ich jetzt dann nicht öffnen. Auf jeden Fall ist es sowas. Werde ich auch testen und euch dann berichten. Und ich werde die Frau, die heißt Olga, die werde ich auch markieren. Und wenn ihr Interesse an den Produkten habt, könnt ihr euch bei ihr melden. Bis zum nächsten Mal.